Das ist einfach nur eine Kugel, was du da gemalt hast. Das scheint eine Bank oder so zu sein. Ja? Nee. Das kriegen wir doch hin, oder? Na klar. Krieg mal locker hin. Bist du bereit, Bianca? Ja, hallo. Dann kann's losgehen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zur Blind Malen Challenge. Wir werden mit unseren Panda-Masken etwas malen und die andere muss es raten. Und ich kann schon mal versprechen, am Ende dürft ihr auch nochmal mitraten. Hast du dir ja wieder was Gutes ausgedacht hier. Ja. Okay, also ich bin gespannt. Ich hab's noch nie gemacht. Möchtest du erst malen oder erst raten? Ja, mal du mal zuerst. Okay, gut. Dann gucken wir das mal alles einen so Begriff, an. Die wurden für uns vorbereitet. Ja. Wir wissen selber nicht, was da drin steht. Und ich schaue, das darf natürlich Bianca jetzt nicht sehen. Ach so, ich darf es ja nicht sehen. Okay, ja, das ist einfach. Das kriege ich gut hin. Und das wirst du auch sicher erraten können. Ja, da bin ich hier gespannt. Ja, nehme ich mir mal hier Warte, so einen Stift. Warte, guck mich mal an. Ich muss. Ja, gut. Ja. Ist auch alles schön bedeckt ist hier. Eine Wolke. Richtig. Yeah. Erster Punkt. Hast du gemacht. Du hast sogar die richtige Farbe gewählt. Ich habe gerade noch mir so kurz eingeprägt, wo blau liegt. Ja. Okay, cool. Ja gut, dann bist du jetzt dran. Ja. Mal gucken, ob ich das auch so hinbekomme. Achso, du darfst ja nicht gucken. Ja, ich gucke nicht. Ist wie in der Schule. Nicht abgucken. Oh Gott. Ernsthaft? Ich muss jetzt schon lachen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das wird witzig. Achso, ich darf ja nicht gucken, ne? Doch, du, einen Stift kannst du dir mal in den Kopf. Also ich setze das mal hier in meine. So. Na dann. Ich muss so lachen. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Okay. Das ist, könnte ein Gesicht oder so sein. Hey. Könnte Kahn sein. Ja! Wirklich? Das war ein Scherz eigentlich, aber ja gut. Ach so. Ja, das ist eindeutig also eigentlich, oder? Also ich finde, Bianca ist eine richtig begabte Künstlerin und die hat sofort so die Details von Kahns Gesicht erfasst. Also ich finde, die Ähnlichkeit ist echt da. Also mal gucken, was Kahn sagt, aber ich finde, Doch. Das Blatt sieht fast schöner aus als Kahn. Aber also die, hier diese Augenbrauen und so, da habe ich sofort, ach, das muss Kahn sein. Dieser grimmige Blick und ich wollte eigentlich irgendwie so nervig noch und so, aber. Aber schön, du hast okay, daran. Guten Morgen, hätte ich nicht gedacht. Okay, das wird ein bisschen schwieriger zu malen. Vor allem blind. Nehmen wir mal hier irgendwie den Stift. Okay, dann. Ein Stein. Es ist auf jeden Fall irgendein Männle, das sitzt. Auto? Fahrrad? Nee, das. Um das Ding hier unten geht's. Das ist einfach nur eine Kugel, was du da gemalt hast. Ja, da. Was ist denn da? Also mal. Ich weiß ja nicht, wo du drauf zeigst. Keine Ahnung. Also hier ist ein Kopf, das sind Arme. Das ist jemand, der sitzt auf dem Stein. Ein Stein ist Autofahrt. Das nicht. Ein Stein ist Auto. Das nicht. Mm-mm. Fahrrad. Fahrrad? Also soll ich das nochmal machen? Ja, bitte. Mal nochmal hier so ein Ding. Ist hier Platz? Ja. Hä? Ein Stuhl. Ein Schlitten? Nee, keine Ahnung, wie ich das malen soll. Also sitzen ist schon mal sehr gut, aber... Ja, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich guck mal, wie es aussieht. Oh. Schön hast du gemalt. Also, aber ich finde, die Person sieht wirklich sehr gut aus. Ja, die ist gut geworden. Ja, die sitzt auf einem Sitzsack. Ist das nicht eindeutig? Ein Sitzsack war das Thema. Sitzsack? Sowas wie wir da haben. Ja, also hast Deswegen habe ich auch extra grau genommen, weil ich dachte, vielleicht kommst du auf die Idee mit grau. Hast du gut hinbekommen. Sieht wirklich künstlerisch, abstrakt. Und deswegen habe ich beim zweiten Mal das nochmal so versucht. Die sind ja so in zwei Teile geteilt. So habe ich jetzt nicht erkannt. Aber das sollte halt hier so dieser eine Bereich sein. Sieht aus wie so ein Faden. Und dann ist das hier so abgenäht und dann ist dann nochmal so ein anderer Bereich. Man kann die dann so, wenn man will, irgendwie hochstellen oder so. Naja. Gut. Sieht etwas merkwürdig aus. Also eins hast du erraten, eins hast du nicht erraten. Mal gucken, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich dran.
Okay, es ist wieder weg. Ja, es ist sehr schwierig, an Kadis künstlerischen Talent ranzukommen. Die Wolke war, also die war perfekt, aber das mit dem Sitzsack. Okay. Joa, dann willst du den ersten Stift aussuchen? Jetzt kommt hier Mr. Bob. Oder wie heißt der? Bob. Mr. Bob. Der Künstler. Achso, der. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Okay. Also das ist eine Kiste und unten drunter ist irgendwie so, vielleicht steht die auf dem Rasen. Mhm. Vielleicht ist es ein Käfig oder so? Nee. Was man? Eine Tafel vielleicht? Nee. Warte, ich mach nochmal. Ja, Rechteck. Rechteck. Eine Kiste. Eine Box. Ne, hier, Post. Postbox. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinmal. Wie malt man das? Ja, ich weiß nicht. Also Box war es nicht? Mm-mm. Fenster. Fenster putzen. Mm-mm. Soll ich dir sagen? Ich muss erst mal gucken. Oh. Das ist ein Computer. Das ist ein Computer, okay. Ja. Also. Ja, hätte man erkennen können. Also das ist sozusagen... der Computer, das ist die Tastatur. Ach, das war die Tastatur, ne? Das ist ein Mann und das sollte extra nochmal ein Computer sein, aber. Ja. Hättet ihr es erraten? Kann ich gar nicht verstehen, ja, dass du das mal gucken. Hast. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht kommt jetzt wieder bei mir was ganz Schwieriges. Ja, das kriege ich, glaube ich, hin. So, ein Stift. Hat jetzt nichts. Die Farbe habe ich nicht speziell ausgewählt. Nudel? Ja! Echt? Ja! Oh cool, die Farbe passt da auch. Ja. Das sollte so eine Schleifchennudel sein. Wenn du die erkannt hättest, hätte ich als nächstes so einen Spaghetti-Teller gemacht. Ja. Nee, also Tada! Nicht schlecht. Hast du gut hinbekommen. Ja, sehr gut. Mhm. Aber du bist ja auch DIY-Experte. Ich werde ja erst ausgebildet zum DIY-Experten. Dann würde ich sagen, ziehst du noch einen und danach können wir mal einen gemeinsam ziehen und dann könnt ihr raten. Genau. Ich bin gespannt. So, also 3D-Zeichnen ist ja auch nicht so meins, aber gib mir Mühe. Habe ich hier noch Platz? Ja, genau, da ist Platz. Okay. Ich schiebe den Zettel mal einmal weg, nicht, dass ich den schon sehe, der lag auch da gerade. Ach so. Okay, das scheint eine Bank oder so zu sein? Ja? Nee. Nee? Nee. Warte. Ein Tisch? Ja! Okay, ja. Ja. Also, geht doch, oder? Das war nicht so schwer. Nee, es war eigentlich einfach. Ja, damit haben wir beide zwei Sachen erraten und zwei Sachen nicht erraten. Ich habe Kahn und den Tisch. Ja. Kahn war ganz besonders eindeutig. Und Bianca hat die Wolke und die Nudeln erraten. Wollen wir jetzt einen gemeinsam ziehen? Dann wir können dafür vielleicht ein neues Blatt nehmen. Ja, also ich fand deinen Sitzsack immer noch am tollsten. Ich fand ja den Computer total klasse hier. Ja gut, wir nehmen beide unsere Masken. Achso, müssen wir nicht erstmal ziehen? Ja. Okay. Aber die Maske wollte ich schon mal parat haben. Beide das gleiche? Ja, wir gucken zusammen und wir malen das dann und ihr könnt mitraten. Oh ja, das kriegen wir doch hin, oder? Na klar. Kriegen wir locker hin. Suchen wir hier einen pinken Stift aus. Nee, bekommen wir hin. So, hast du? Ja. Okay. 3, 2, 1, los. Okay. Sollen wir gucken? Ja, ich bin gespannt. Ja. Naja, also deins ist schöner geworden, aber ich glaube, deins kann man besser. Schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Wir verraten es nicht. Ihr müsst es einfach nur in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir machen noch so ein paar Ründchen, bei denen ihr raten könnt. Aber du hast auch noch immer die perfekte Farbe dafür, ja, die habe ich mir vorher ausgesucht. Das ist geschummelt. Durfte man das nicht? Weiß ich nicht. Okay, dann wir zu. Ja, ich zieh nochmal. So. Ah ja, das ist ein bisschen schwieriger zu malen. Ja, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so schwierig zu malen, aber es ist. Aber zu erraten. Ja, ich glaube, es zu erraten wird echt nicht einfach. Gut, dann werde ich diesmal mir Blindenstift aussuchen. Ich habe das Blatt umgedreht, damit ich Platz habe und nicht über den anderen Gegenstand drüber male. Ich weiß gar nicht, habe ich mir das umgedreht?
Male ich überhaupt auf dem Blatt gerade? Ja, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich male gerade nicht auf dem Blatt. Doch. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen. Ich bin blind. Okay, ja, ich habe da jetzt einfach mal ja, was gemalt. Ich halte es mal hoch. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Ach, ich habe so einen komischen Stift. Wollen wir gucken? Ja, also hier ist es. Ja, hier ist meins. Naja. Ja, doch. Sehr gut, ne? Könnte man drauf Könnte kommen? Man erkennen. Vielleicht kommt so ihr drauf. Ja, vielleicht. Ich bin gespannt. So, eins noch und dann... Ja, dann war's das. Soll ich nochmal ziehen? Gerne. Also ich denke, wir sind beide recht ähnlich, was das Malen angeht. Wir sind so aber künft... du bist ein Tick besser. Das wird ein bisschen schwierig zu malen. Naja. Wir versuchen und es. Das auch noch bin sehr gespannt, wie du das malen wirst. Okay. Geht los? Ja. Ja, keine Ahnung. Sieht bestimmt furchtbar aus. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hier bin. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, ich glaube, ich auch. Okay, drei. Ich gucke, ne? 3, 2, 1. Ja. Ja, dann ist es deutlich schöner geworden. Das hast du blind gemalt? Ja. Voll begabt. Guck mal, ich habe sogar was Besonderes gemalt. Ja. Mal gucken, ob ihr das erkennen könnt. Ihr könnt es daran erkennen. Also an Biancas Bild kann man es eher erkennen, an meinem Bild nicht so. Das Gesicht ist leider, also man erkennt ja, dass es ein Gesicht sein soll. Das ist leider etwas neben dem Kopf gelandet. Gut, also. Cool, hat Spaß gemacht auf jeden genau, Fall. Genau, die letzten drei Sachen dürft ihr raten. Das eine war, wollen wir nochmal zeigen? Ja, wir zeigen es nochmal. Hier, in dieser Variante. Ich glaube, das kann man sehr gut erkennen, was das sein soll bei uns. Dann das zweite sieht bei mir so aus. Bei Bianca so. Und ich glaube, am schwierigsten ist das dritte, aber vielleicht kommt ihr drauf. Das ist das hier. Genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, total viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ihr auch super gut zu Hause nachmachen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Man braucht dafür keine Pandamasken. Man kann auch einfach eine Mütze über den Kopf ziehen oder so. Und dann schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.